میهن آبادی برای دختری که آرزو داشت پسر بود برای زن زندگی آزادی im Iran festgenommen und wird von der Sittenpolizei geschlagen und paar Stunden später war sie tot. Europa macht die Augen zu und immer macht mit Iran Geschäfte. Geschäfte über Milliarden. Deutschland beziehungsweise Europa machen Milliarden Geld mit dem Mörder im Iran. Ein Regime, das dem egal ist, wer auf der Straße kommt und für die Freiheit kämpft, wird auf der Straße erschossen. Und die Bilder, die Sie hier sehen, das sind Teil von den jungen Menschen, die im Iran auf der Straße umgebracht worden sind, weil sie mit leeren Händen für ihre Freiheit auf der Straße gekommen sind. Es sind Kinder und junge Menschen und auch ältere Menschen. Iran macht sich immer stärker oder zeigt sich immer stärker. Die Freilassung der Generalkonsulat von Österreich, also iranische Generalkonsulat in Österreich, Name Astullah Assadi, ist von der belgischen Justiz, da soll man sich einmal vorstellen, von der belgischen Justiz wegen der mörderischen Bombenattentat, die zum Glück in Frankreich nicht zustande gekommen ist, ist zum lebenslang gehaft verurteilt worden. Dieser Terrorist wird in Deutschland festgenommen, wird nach Belgien abgegeben, wird nach Belgien geschickt und Belgien verurteilt ihn zum lebenslang gehaft. Der ist zum lebenslang gehaft verurteilt worden, aber Belgien macht mit Iran Geschäfte und tauscht diesen Terrorist mit einem belgischen Staatsangehörigen einfach aus. Der Austausch der Terroristen gegen einfache, normale Bürger und Bürgerinnen, die hier aus Europa einen Iran-Besuch hatten und sind festgenommen worden und als Geisel genommen worden und immer noch Europa macht mit so einem Land Geschäfte. Und das ist klar, wenn man einen terroristischen Staat, so wie Iran, nicht bestraft, sondern immer sogar Punkte gibt und auch für die Freilassung dieser Menschen, dieser Terroristen, sogar einfach mit großem Widerstand von den Menschen, der iranischen Staatsangehörigen, einfach dagegen sich stellen. Wir müssen davon ausgehen, dass dieser Staat Iran, dieses islamische Regime, sich stark fühlt und wiederholt seine Tat. Das heißt, wer heutige Zeit Iran besucht und eine andere Staatsangehörigkeit hat, außer Iraner und Iranerinnen,
davon ausgehen, dass auch festgenommen wird und als Geisel genommen wird, obwohl einfach ein schönes Land besuchen wollte. Das ist nicht zum ersten Mal, dass es Europa, Deutschland solchen Geschäfte macht. Als Beispiel kann ich nur Ihnen sagen, dass fast vor 24 Jahren ist eine Person namens Abdul Samad Rahmani, bekannt als Bani Hashemi, wurde einfach im Schweden, also in Genf, hatte ein Iraner, ein alter Pilot, einen iranischen Pilot umgebracht. Und in Genf ist das dieser Mensch nicht festgenommen worden, der ist nach Iran geflüchtet. Und dieser Mensch, dieser Abdullah Rahimi, kam wieder 6 Jahre später nach Genf zurück. Und da hat er auch ein Attentat auf ein paar iranische Oppositionen gemacht. Und er ist ohne jegliche Gerichtsverfahren ist wieder nach Iran abgeschoben. Und er kam wieder 7 Jahre später nach Berlin und hatte an Mykonos-Attentat teilgenommen. In Berlin, in diesem griechischen Restaurant, sind viele Oppositionen von der iranischen Terrorgruppe umgebracht worden. Und am Ende, nichtsdestotrotz, sind auch diese Terroristen mit Iran und anderen Staatsbürgern aus Europa ausgetauscht worden. Europa muss wissen, wenn iranische Regime noch weiter existiert, wenn dieses islamische Regime noch weiter existiert, dann sind wir alle in Gefahr. Das iranische Regime ist ein terroristisches Regime und hat keine Scham. Die machen alles, was sie wollen und nicht, was es eigentlich in der Europa, in der Welt üblich ist. Sie bringen die unschuldigen Menschen auf der Straße im Iran. Sie bringen hier in Europa unschuldige Menschen um. Und wir kennen viele terroristische Taten von dem iranischen Regime hier in Europa. Deshalb, wir sollen mit Iran keine Geschäfte machen. Wir sollen mit Iran nicht gegen eine Geschäfte sowohl mit Geld als auch Austausch der Terroristen mit dem normalen Bürger und Bürgerinnen aus Europa machen. Wir sagen es einfach, hier Frauen leben Freiheit. Frau leben Freiheit! Frau leben Freiheit! Frau leben Freiheit! Frau leben Freiheit! Nieder mit der Diktatur! Nieder mit der Diktatur!